Das erste Mal, Raffi, du siehst sehr gut aus. Ja. Danke dir. Ich so fühle mich auch blendend. So sieht man aus, wenn man zwei Wochen Ferien hat und weg ist vom ganzen Trubel. Also vielleicht bei uns, erst eine Woche. Oder eine Woche. Bei uns vielleicht nächste Woche sehen wir auch so richtig erholt aus. Du dreimst. Du. Also ich habe schon beim Lars gedacht, als er dort in der letzten Sendung noch den Guide bekommen hat, noch irgendwie 10 Minuten später noch ein Instagram-Fötchen, schöne Ferien zusammen. Hast du schon recht entspannt gehört? Trotzdem hat sich recht gegeben, dem Tag, was ich noch gehört sage. Aber wir dürfen noch der Saison, also von dem her. Ja, für uns eine intensive Zeit war. Aber wir bleiben ja natürlich mit dem Packhof, bleiben wir dran. Also so. Geben wir und dass der Lars beim Vieren an der vordersten Front dabei ist, das ist auch nichts Neues, oder Hagi? Eigentlich nicht, nein, ich hatte auch gute Erlebnisse, ja. Eben, ich war fast enttäuscht, dass ich selber nicht dabei war, ehrlich gesagt. Aber vielleicht muss ich dann gleich das mal Lars noch nachholen, durch die Woche, wer weiß, ja. Und ja. Gleich noch für dich, das Gleiche mitbekommen, Raffi, eben, du bist eigentlich nicht dabei und trotzdem schaltest du ein. Also, wo genau bist du eigentlich? Eben, ich bin zwei Wochen weg, die erste Woche von diesen sechs Monaten Auszeit. Wir haben es noch nicht weiter als ins Dessin geschafft. Schon schön. Genau, nein, das Geile ist ja, wenn man so lange reisen kann, man hat überhaupt keinen Stress. Und wir haben eigentlich Mitte der Woche auf Kroatien und gesehen, es ist Kackwetter momentan. Komm, warten wir doch noch, bleiben wir noch da. Da sind wir in der Wohnung von meinen Eltern. Da ist es schön gemütlich. Darum warten wir noch, bis dort die Sonne für euch kommt und dann hauen wir es. Und du hast den Bart abgehauen wegen? Meine Frau hat jetzt gesagt, so, jetzt, wenn wir so lange weggehen, kannst du wieder mal den Bart abhauen. Und ich bin nie so ein Fan von ganz Bart abhauen. Jetzt geht es schon wieder besser, aber wenn ich wirklich ganz glatt bin, dann sehe ich wirklich aus wie 18. Ja, gut. Ja. Ja. Vielleicht in Kroatien, wenn es nicht Corona wäre, ist das gut, oder? So am Strand nehmen und so. Da kannst du vielleicht, wenn ich 40 bin, ist es dann vielleicht gut. Aber jetzt fühle ich mich noch zu jung, zum Mut, da wollen aussehen wie 18. Los jetzt, ein Meister klopft gerade an. Ei, lange nicht. Wie man das so macht. Ein Meister lässt man nicht warten. Nein. Holt man rein. Intro hin oder her und wir gehen Intro. Direkt rein. Das spielen wir jetzt gerade noch schnell, das Intro. Und das ist das 1:0. Wahnsinnsmöglichkeit hier stehen. Fantastisch! Tor! Ja, Entscheidung! Fotofinish! Das Märchen ist perfekt! Zack, und da ist er. Und jetzt sind wir frisch aus, du. Drauf. Ja. Genauso frisch. Das war eine Maske oder so, bin ich nicht sicher. Ja, gell? Vielleicht hat er einen Filter drüber gelegt. Weißt du, so glatte Haut und. Ciao! Ciao, Lino! Ciao, Lino! Lino. Verbindung steht, glaub ich. Ja, einen Moment. Warte schnell. Gut, ja. Tipptopp. Tonqualität, ich weiss nicht, manchmal mit diesen AirPods, oder? Haben wir immer schlechte Erfahrungen gehabt, Jungs? Vielleicht könntest du es sogar versuchen ohne AirPods? Mal schauen, wie es nachher drinnen tönt, wenn du es ohne machst. Haben wir auch schon gemacht, ja. Besser so. Oh, ja, ist besser. Oh, ja. Warum auch immer, aber die AirPods sind noch nicht für Podcasts gemacht. Jetzt hören wir die zwar nicht mehr. Wohl, jetzt ist gut. Ach schon? Ja. Ja, Lino, wie geht's dir? Gut, die Stimme ist ein bisschen aber sonst, ja, wirklich geht mir unglaublich gut. Langsam komme ich ein bisschen oben runter und kann es ein bisschen realisieren und genießen und ja, das ist Hammer. Also, nimm uns rasch mit, die letzten, was sind es inzwischen? 72 Stunden, glaube ich, oder? So eine Tour von einem gültigen Corona-Test. Ja, fast noch ein bisschen mehr. Ja, schwierig. Es ist, ich glaube, das Wochenende mit dem schönen Wetter hat sicher geholfen. Wir haben es am Freitag, es war unglaublich ein Abend, die ganze Nacht. Und das Wochenende, wir waren unterwegs in der Stadt und haben es genossen von außen. Und es ist einfach, ja, du hast gemerkt, wie die Leute auch Freude hatten. Und das geht einem mega viel zurück, wenn man einfach weiss, wie viel Leidenschaft dahinter ist, wie lange die Leute gewartet haben und ich meine, wie lange wir auch gewartet haben, aber es geht einem einfach auch wieder etwas ein bisschen zurück.
Also so ein bisschen Entschädigung, da wo keine Leute im Stadion waren, dass man es rauskönnen können zeigen, dass man gemerkt hat, wie gross Unterstützung gleich war und wie gross Freude. Es ist immer ein bisschen schwierig, ohne Zuschauer das wirklich zu merken im Moment, denke ich jetzt mal. Ja, absolut. Absolut. Das ist sicher nicht ein einfaches Jahr gewesen für alle, alle Beteiligten. Ja, wenn man rausgeht und das ein bisschen spüren kann, wir haben es auf dem Eis gesagt, wenn die Halle voll wäre, das würde explodieren in dieser Wolfsburg-Arena. Und ja, leider war es halt nicht so gewesen, verständlicherweise. Also, das ist allen bewusst die Situation, in der wir drin sind. Aber ja, meine, nachher, als wir auf dem Balkon sind, haben wir auch, glaube ich, so viel realisiert, was wir eigentlich geschafft haben. Und wie gross der Hunger war und wie gross eigentlich die Erleichterung war bei vielen Leuten. Ich habe mich am Freitagabend, als ich es geschaut habe im Fernsehen und nachher auch die Siegesfeier und all die Videos auf Social Media, eben, wir sind in den Sinn gekommen, mega viele haben so während der Saison oder Anfang der Saison gesagt, egal wer Meister wird, es zählt nicht, oder es nicht, dass es nicht zählt, aber es fühlt sich wahrscheinlich nicht gleich an wie sonst. Und nachher sehe ich die Bilder und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, jedes Interview, Rafi Diaz, der am Brüllen ist, irgendwie kurz nach dem Sieg, so Sachen, es hat, also für mich haben die Bilder genau gleich ausgesehen wie in den Jahren zuvor. Ja, also es ist schon ein bisschen ungewiss gewesen. Ich glaube, wir haben ja auch während der ganzen Saison nie gewusst, wie lange können wir noch spielen. Wir haben eigentlich immer Tag für Tag genommen. Wir haben gewusst, können wir fertig spielen, welches Team ist in Quarantäne, gibt es ein Playoff, gibt es Best of 7, Best of 5, wird der Meister gehört nach der Quali und so weiter. Das ist schon ein bisschen eine Ungewissheit da gewesen. Und dass wir dann können fertig spielen konnten, die ganze Quali, dass wir auf all die Spiele gekommen sind, dass wir dann können Playoffs spielen konnten. Also, ja, und eben dann die ganzen Emotionen, die dann rausgekommen sind dabei. Also für mich ist es noch ein ganzes Normales, eine normale Meisterschaft gewesen, aus meinen Augen. Aber ist klar, gibt es Fragezeichen oder gibt es Leute, die sagen, ja, es ist nicht das Gleiche gewesen ohne Fans, oder es ist nicht das Gleiche gewesen. Ja, die ganze Atmosphäre oder vielleicht auch, dass es Best of 5 war, die Halbfinale und Finale, aber schlussendlich haben alle die gleichen Voraussetzungen gehabt und man muss mit diesen Widerständen können umgehen und ja, eben nur auf den Balkon gekommen sind die Leidenschaft und die Emotionen gesehen und gespürt haben. Ja, ich habe Videos von 98 gesehen und ich habe viel gehört und für mich ist es ebenbürtig gewesen. Also es ist wirklich Zug in dem Sinne schon brennend gewesen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du es nachher noch siehst. Es war auch lange die Leute nicht sicher gewesen. Gibt es überhaupt irgendeine Art der Feier? Können die Leute überhaupt raus? Also dürfen sie überhaupt? Jetzt sind wir hin und her Lockerung gegeben. Wir sehen ja schon eine Woche vorher, da hast du ein Süssli gesehen, am HCA-Schatzbier ein bisschen, das kann abgehen und denke genau das gleiche Zug oder nochmal ein grösseres Ganze natürlich. Und ich glaube, irgendwann ist es nicht mehr dran, also wird der Titel genau gleich viel Wert haben. Hat er jetzt im Moment jetzt so einen Marco, aber immer schon 1, 2, 3, 10 Jahre ist es eigentlich gleich. Du hast eher noch sagen, hey, spezielles Jahr, und ausgerechnet im speziellen Jahr ist der EV Zug dann sogar noch Meister geworden. Ich glaube, ihr da später und wie gesagt, ist die Voraussetzung eigentlich für alle gleich gewesen. Es wäre eher bitter gewesen, sogar durch im Fall. Machst so eine konstante, so eine gute Saison, entwickelt generell als Team, auch die anderen Teams teilweise. Und dann wird er eigentlich, wie letzte Saison, kurz bevor es richtig ernst wird, um dich mal zu beweisen, wird er eigentlich alles weggezogen. Du hast keine Ahnung, wo du eigentlich genau stehst. So hast du immerhin ein Resultat unter gleichen Voraussetzungen. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, die behaupten, es sei nicht gleich verwehrt und sie irgendwie nicht fair gewesen, oder weiss ich was. Ich glaube, dass er in dem Sinn keinen Zusammenhang Lars und ich glaube, die Fans gelaufen. Fans draussen sehen es genau gleich, weil wenn du die Leute gesehen hast, dort draussen feiern, dann hast du jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, in dieser Zeit sei irgendwie eine gewisse Distanz zwischen Fans und Club reinkommen, dass es irgendwie nicht mehr die gleichen Emotionen sind, weil also die Leute haben gefeiert, also hat man das Gefühl gehabt, als wär's wirklich ein mehr oder weniger ein normaler Meistertitel, wie vielleicht bei einem Auswärtsspiel, wo du gewinnst, dann kommst du heim und gehst noch auf den Balkon auf oder so, hat es gewirkt. Und, also es ist unglaublich gewesen. Ja, es ist sicher auch, ich glaube, es ist fast schon ein bisschen Normalität geworden, keine Zuschauer haben. Und ich glaube, dort haben wir sicher auch ein bisschen Respekt gehabt. Wenn die Leute überhaupt nicht uns unterstützen in dem Sinne, oder haben die Leute überhaupt noch Interesse? Oder ist das jetzt wirklich eben normal geworden, dass der Sport wird im Fernsehen verfolgt, der Sport wird so unterstützt? Und
glaube, vom ersten Heimspiel weg, die Leute sind, wo wir am Two-Touch spielen waren, die Leute sind gekommen, haben uns unterstützt. Es war wirklich unglaublich gewesen. Wieder mal ein bisschen die Nähe spüren. Wie ich gesagt habe, es ist speziell. Es gibt Regeln, Massnahmen, die halt wir nicht halt können unterbinden konnten. Aber es war einfach wieder mal schön gewesen. Es hat gut da die Nähe zu spüren, den Support zu spüren. Und ja, wie ich gesagt habe, es ist der Sport, der lebt von den Fans. Das ist Leidenschaft, das sind Emotionen. Und ja, wir sind froh gewesen, haben wir gleich ein bisschen von dem können mitbekommen und ein bisschen von dem können uns anstecken lassen, weil ohne das ist es schon halt, ja, es ist wirklich eine schwierige Saison gewesen. Und wir haben nur schon die 50 Fans, die nachher richtig Playoff dann können kommen, das hat einen riesen Unterschied gemacht, ob jetzt daheim oder auswärts. Ja, das gehört einfach dazu und das ist schon recht speziell. Ja, jetzt zu einem ist ja, immer wenn es so einen Titel gibt, ist es nicht nur ein Titel für Fans oder für den Club und für die ganze Region, sondern es ist auch immer ein Titel auch für die jeweiligen Spieler. Und dann haben wir im EVZ jetzt natürlich auch spezielle Spieler. Jetzt sagen wir jetzt mit Raffi, aber auch mit dir, der schon seit immer eigentlich Bezug spielt. Und es gibt ja auch so ein bisschen die Fangesänge, wir haben den Köppel in den Händen vom Lino gesehen. Also immer so der Traum, der Wunsch, wo eigentlich, ich weiß nicht, wie lange es das schon singen, Fans und so, aber du bist eigentlich auch der EVZ, personifizierte EVZ. Wie ist es für dich persönlich, jetzt den Köbel wirklich in den Händen zu haben? Ich kann es eigentlich fast nicht beschreiben, ganz ehrlich gesagt. Das ist, ich glaube, in der zweiten oder der dritten Saison haben sie mit dem Lied angefangen. Und schon ein Zeitchen her. Ja, als Sportler, man hat Vorstellungen, wie es mal sein könnte, wenn ich jetzt den wirklich in der Hand hätte und wie es dann wirklich ist. Und wir sind viel nöch dran gewesen, zweimal ganz nöch. Und dann ist es immer so hart gewesen, ganz ehrlich gesagt, einfach, damn, kann das funktionieren überhaupt? Kann ich das mal wirklich erleben? Und ja, mit dem Göpp war schon mal ein kleiner Teil deck gewesen, sage ich mal, das erste Mal können den Kübel oder den Göpp-Kübel den Fans zeigen und jetzt am Freitag, ja, es ist, aber ich kann es fast nicht beschreiben, es hat im Herz so gut da, wie du gesagt hast, ich bin ein Zucker, das war jetzt meine 9. Saison da und wir haben als Mannschaft, ich bin Teil gewesen von so viel, mit so vielen guten Spielern, ich konnte viel lernen, ich habe super Vorbilder gehabt und ja, ich habe das probiert jetzt auch mitzunehmen und weiterzugeben und die Leidenschaft für Blau und Weiß, für die EVZ zu vorleben und weiterzugeben. Und das ist etwas, wo jetzt einfach wirklich gut tut. Wo einfach, ja, es hat lange gebraucht und wir mussten viel einstecken und es hat geheißen, wir sind schwach und in den Playoffs und wir bringen es nicht an. Und ja, und irgendwann fragst du dich halt auch ein bisschen, was haben wir falsch gemacht, wenn du so lange wartest, hinterfragst du einem. Und das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess oder ein Reifungsprozess gewesen, den wir müssen durchgehen. Und jetzt, wie gesagt, ich kann es fast nicht beschreiben, es tut einfach gut im Herzen, kommen so viele Nachrichten über, eben, wenn wir unterwegs sind, die Leute haben einfach Freude und die Leute schätzen, was wir gemacht haben. Und ja, unglaublich. Eben, wenn der Lasker da dich anspricht, meine, bei dir hat es auch geheissen, ja, der Lino Machine, er ist kein Playoff-Spieler, der weiss eh was, wo man den Früh rausgekehrt ist, kein Goal geschossen hat. Wenn du diese Saison anschaust, Playoffs anschaust, das ist schon mal nicht der Fall, aber du hast auch keinen einfachen Einstieg jetzt. Es geht sehr lange, ich glaube, das erste 30 Spiel etwa 2 Goal geschossen. Trotzdem, der Mannschaft ist immer gut gelaufen und gleich, gerade in einer Person wie du oder Spieler, wo man so viel immer erwartet, auch immer gewisse Druck sicher auch dir selber machst. Jetzt einmal rückblickend, wie schwierig ist es für dich? Du warst mental auch in dieser Saison, nachdem du einfach irgendwie reingekommen bist, auch mit verschiedenen Linienkombinationen ins Richtung Kopf, bis irgendwas gematcht hat. Was macht sich für Gedanken in dem Moment? Oder was geht denn so durch den Kopf, wenn du so zurückdenkst? Ja, es war sicher ganz eine schwierige Phase gewesen. Ich, aber als Stürmer allgemein kommst du immer in so Phasen rein, wo es nicht läuft. Aber dass es so lang und so schwierig wird, habe ich mir auch nicht vorstellen. Und dann, ja, hinterfragt man sich halt.
Ich habe sicher schon seit letzter Saison schon angefangen, dass ich gemerkt habe, irgendwie etwas ist nicht gut. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt und dann mit der Operation und dann irgendwann ist zurückgekommen. Und habe ich gehofft, es kommt von alleine und es ist dann eben nicht gekommen. Und ja, dann habe ich müssen anfangen zu arbeiten, Sachen probieren und ich habe dann ja, komische Sachen probiert, isolierbar. Was denn? Und ich das Leben lang glaube ich noch nie gehabt. Und dann habe ich mal ein Spiel mit Schwarz gespielt und dann nach dem Spiel gesagt, nein, jetzt musst du aufhören. Sogar gegnerische Spieler haben gesagt, Lino, was machst du eigentlich? Ich muss etwas machen, oder? Also, ich habe eben 20 Spiele nichts auf die Beine gebracht. Und ja, und dann eben nach dem einen Spiel bin ich wieder zurück auf Eis und dann irgendwie, irgendwann ist es dann einfach gekommen mit. Ich habe Gespräche gesucht mit verschiedenen Leuten, ich habe ja, gewisse Sachen probiert, aber das Wichtigste war sicher, einfach zurück zu der harten Arbeit und die kleinen Sachen wieder machen, obwohl das eigentlich etwas ist, was alle immer sagen, aber es stimmt einfach wirklich, dass man einfach mit den kleinen Sachen muss anfangen bei einem Training einen normalen Pass, Tape to Tape, und auch wieder anbringst jedes Mal, dann, das hilft dir schon wieder, das gibt dir Selbstvertrauen und ja, wie gesagt, ich bin froh, habe ich das dürfen erleben, weil es ist gleich etwas, was ich im Nachhinein kann sagen, es hat mir jetzt für die Saison, für den Verlauf der Saison hat es mir extrem geholfen und ich bin dann zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form gekommen und habe der Mannschaft nachher wieder mit den eigentlichen Sachen, die mich stark machen können, helfen. Das Krasse ist ja, es ist immer ein mega Balanceakt, oder? Eigentlich sagt man ja, in so Phasen sollte man nicht zu viel studieren und logischerweise fangst du automatisch an studieren, ja, was könnte oder an was liegt und dann kommst du in die Spirale rein und aber eigentlich solltest du mental irgendetwas völlig anderes machen und einfach halt no-brain weiterspielen eigentlich, oder? Ja, nein, das ist klassisch. Das ist einfach nicht überlegen, einfach spielen und in dieser Phase explodiert der Kopf fast. Du hinterfragst alles. Aber es ist wirklich so, wenn ich am besten spiele, dann gehe ich aufs Eis und spiele einfach. Dann überlege ich nicht links und rechts, hätte ich das sollen machen oder dieses, weil es einfach intuitiv kommt. Ich bin der Spieler, weil ich so spiele, wie ich immer gespielt habe, wenn ich früher auf der Straße gespielt habe. Und ich spiele einfach in dem Sinne mein Spiel und wenn ich das mache, bin ich am besten und kann ich der Mannschaft am meisten helfen. Aber eben in so Phasen überlegt man links und rechts und wieso und warum aber man sagt sich immer, ja, du jetzt nicht überlegen, aber machst du es gleich immer wieder. Gegner merkt es ja auch ein bisschen, wenn es irgendwann probiert mich dann auch, also das auszunutzen, weiss es nicht, aber als Gegner machst du das auch noch mit, das Mindgame, oder probierst du noch Lino Marcini besonders stören, oder? Absolut, ja. Plus, es war ja auch so ein bisschen die Stärke jetzt vom EVZ, dass sie eigentlich nicht abhängig waren von einem wirklichen Einzelspieler in dem Sinn. Also es war einfach ein brutal starkes Team und der Druck und so war auch ein bisschen verteilt auf verschiedensten Schultern. Das heisst, ich glaube, du hast dich dann doch nicht müssen so tief hintersinnen, weil du gewusst hast, okay, das Team ist wirklich stark und die helfen mir dort und der Druck ist auch ein bisschen auf dem oder auf jenem und schlussendlich hat man ja dann den Match gleich gewonnen und irgendwie mit 27 Punkten Vorsprung den Quali-Sieg geholt und so. Also das hat wahrscheinlich schon einen Punkt, oder? Wie stark das Team einfach war. 100%. Ich hab eigentlich wirklich Zeit gehabt, um an meiner Form zu arbeiten und das Fehlen. Und wir haben gleichzeitig immer noch gewonnen. Mhm. Und wir hatten so eine Breite gehabt, an Spielern, die ja, über alle vier Linien. Wirklich, wir haben am einen Abend hat die Linie den Unterschied ausgemacht, am nächsten die andere, dann ist der Leo gekommen und der Luca. Und ja, wir haben einfach einen extrem guten Mix gehabt. Ja, und es hat sich nachher auch in Playoff weitergetragen. Wir haben in den ersten zwei Runden haben gewisse Linien ein bisschen mehr gezogen und dann im Finale die mehr gezogen. Und ja, wir haben wirklich einen guten Mix gehabt. Und das ist, glaube ich, das, wo uns, eben, wie du gesagt hast, ausgemacht hat. Wir sind nicht abhängig von einer Form von zwei, drei Spielern, die, wenn die dann mal in das Tief kommen, ja, dann könnte es knapp werden. Und wir haben es angebracht, um eigentlich als Mannschaft die Form immer zu behalten, obwohl eben gewisse Spieler rauf sind, runter sind und Verletzungen hin und her. Das gehört alles dazu. Und ich glaube, wir haben es geschafft, einfach immer
als Mannschaft EVZ aufzutreten und Spiel, unser Spielstil können umsetzen. Wenn wir nochmal was auf den Weg vielleicht können schauen, eben, ich meine, Quali ist eh, die ist also nicht einfach, aber dominant. Aber vielleicht, wenn wir was auf die Playoffs schauen, eben vor allem die erste Serie gegen Bern, das ist ja das, was man so retro-perspektivisch sagt, ist so vielleicht fast die grösste Hürde, blöd gesagt, gewesen, zum irgendwie die Gedanken von den letzten Jahren wegzubringen. Und nachher hat man auch das Gefühl gehabt, ist es fast ziemlich souverän. Gegen Grappi hat man nie das Gefühl gehabt, dass er da wirklich, also klar sind da gefordert worden, aber man hat jetzt nicht Angst gehabt und im Finale, ja, sind auch sehr gefordert worden, aber irgendwie, ja, und wie ist das jetzt als Spieler gewesen? Ist für euch die Serie gegen Bern auch zurückblickend sehr wichtig gewesen? Ja, ich würde schon sagen, also wir schon probiert, eigentlich nicht so extrem thematisieren. Aber ich glaube, die Spieler, die da waren in den letzten Jahren, es waren doch einige, die das miterlebt haben, bei denen war es sicher im Hinterkopf gewesen. Und ich glaube, seit ich zu Zug bin, habe ich noch nie eine Playoffs-Serie gegen Bern gewonnen. Und ja, das wird man natürlich ändern. Und es ist sicher so, dass Bern ein schwieriges Jahr hatte. Aber man hat es beim Göpp gesehen, wenn es bei dem Spiel, das zählt hat, oder bei dem Spiel, wo, ja, wo in dem Sinne mal etwas gegangen sind, haben sie können aufeinander verlassen. Also sie haben eigentlich auf Tag X die Leistung können abrufen. Und das war sicher eine Challenge gewesen für uns, wo wir gewusst haben, wir sind eigentlich Favoriten, hochhäusige Favoriten. Und damit können umzugehen und dann eigentlich probieren, auf uns zu fokussieren, war sicher eine Challenge gewesen. Aber eben jetzt im Nachhinein war es sicher etwas gewesen, wo uns nachher ein bisschen vielleicht Druck weggenommen hat, zu wissen, hey, wir können, das Bern, das in den letzten Jahren extrem erfolgreich war, können schlagen. Das hat uns sicher ein bisschen Druck weggenommen und nochmal mehr Selbstvertrauen gegeben, wo wir eigentlich ein enormes Selbstvertrauen schon hatten, durch das, dass wir eigentlich über die ganzen 52 Spiele extrem gut gespielt haben. Wenn du Selbstvertrauen hast, ist mir das eine Spiel Quali, ist auch im Februar gewesen, in Genf, und das erste Drittel, wo er irgendwie 26-5 Schüsse hatte. Genf hat nicht schlecht gespielt, aber sie hat keine Chance, keinen Moment dort. Und auch die Welschen Schuhe sind auch dass er denkt, was ist jetzt nach dem Drittel genau passiert? Also, was zur Hölle geht da ab? Ich glaube, dort hast du schon gesehen, die Dominanz, die Gewalt, die kann kommen und ihn mal stoppen kann. Und das hat euch eben, der Zusammenhalt, der Kit, hat euch sicher enorm ausgemacht, über die Jahre, wo man sich jetzt so gewachsen mit den Tanjes. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der beste Drittel war, wo ihr gespielt habt, das Team, aber dort ist es nicht mehr so vorgekommen, auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, es ist ein Resultat von irgendwie langer Arbeit und Konstanz. Und ich glaube, das ist das, was uns ausgemacht hat. Wir haben immer probiert, unsere Messlatte an die anzukommen. Und in dieser Liga, wenn du nicht dieses Spiel spielst zu 100%, kannst du an jedem Abend gegen jeden Gegner verlieren. Und das läuft schon seit x Jahren. Also seit ich mich mal erinnere, du kannst nicht am einen Abend mit 80% auftreten und das Gefühl haben, du kannst nicht gewinnen. Daheim, auswärts, egal gegen wer. Und das ist etwas, wo ich glaube, seit, ja, schon vorher, aber sicher seit er da angekommen ist, die Siegermentalität, um einfach an jedem Abend wollen, an sein Potenzial, an sein Maximum anzukommen, dass man das anbringen kann, das kommt nicht von heute auf morgen und das ist auch nicht selbstverständlich. Gerade auch, ich glaube, jetzt ist eine Phase gehabt, wo wir irgendwie 20 Spiele oder so nacheinander punktet haben und auch dort nach Spiel, wir sind zufrieden gewesen, aber nicht zufrieden gewesen. Also wir haben es im Training gespürt, das war nicht klare Fahrung, die Trainings sind abgebrochen worden und wir sind eigentlich in dem Sinne wieder zusammengeschissen worden, weil wir einfach gewisse Sachen nicht gestimmt haben. Und das ist einfach so kleine Sachen, wo jetzt im Nachhinein kann ich sagen, hey, das machen Sieger aus, wir sind nicht zufrieden und wir sind nicht jetzt glücklich nur dort, wo wir jetzt sind, weil wir haben höhere Ziele und wir wollen mehr erreichen. Und ja, wie ich gesagt, das ist ein langer Prozess gewesen, der sich zum guten Glück jetzt ins Positive endlich ausgezahlt hat.
Wenn wir nochmal schnell zurück an das Meisterwochenende jetzt gehen, ich glaube, die Fans wollten auch noch ein bisschen wissen oder die Zuschauer und Zuhörer. Habe ich auch noch wollen, noch mal nachhaken. Was ist so ein bisschen gelaufen? Erzähl ein bisschen von dieser Party. Wer ist das grösste Party-Beast gewesen? Liste. Wie viel Schlaf hast du gehabt? Und von wem bist du am meisten überrascht gewesen, dass der so Party machen kann? Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich es anfange. Also, es ist ganz schwierig. Wir haben, eigentlich, es ist natürlich sehr schwierig gewesen, wenn man nicht, weil offiziell ist eigentlich nicht gross können etwas machen. Und darum waren wir im Stadion gewesen, haben im kleinen Rahmen, haben es genossen und es ist ein bisschen turbulent gewesen, hin und her. Und Schlaf nicht viel gehabt. Ich habe es auch nicht gehabt. Keine Ahnung. Ich bin etwa vielleicht 3 Stunden und nachher Samstagmorgen sind wir schon wieder unterwegs gewesen. Also gegen Mittag sind wir schon wieder unterwegs gewesen. Also, wie muss man sich das vorstellen? Dann von der Kabine der muss nicht richtig rausrücken. Warte schon, er drückt da ein bisschen rum. Nein, ich frage jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Samstagmorgen, 9, 10 oder so, die Bar haben schon geschlafen. Und dann schreibt mal einer im Chat: Hey Boys, was machen wir? Gehen wir einen See? Gehen wir zum Lino hängen? Ja. Also, der Kobi war der Erste, der mir geschrieben hat. Also, der war gar nicht im Bett, oder? Das ist noch mit dem. Also, Mama, ich bin mit ihm heimgegangen. Und er hat ja auch 2 Kinder. Und er hat gesagt, irgendwie, ich weiß auch nicht, 8 oder so ist das erste Kind bei ihm auf dem Bauch rumgetanzt. Das war wach gewesen, oder? Ich weiß auch nicht, vielleicht nach einer Stunde, eineinhalb Schlaf. Und nachher irgendwie am 10 hat er geschrieben, ein Fötchen mit dem Bier und dem Kübel schon in der Hand, irgendwo so auf dem Stadion unten. Und er hat gesagt, Jungs, 30 Plätze reserviert, draußen auf der Terrasse. Und nachher ist einer nach dem anderen halt wieder angetrabt und dann ist es wieder weitergegangen. Also, schön. Aber jetzt am Meisterabend nach dem Balkon sind wir wieder runter in die Garderobe und eigentlich die ganze Nacht mehr oder weniger im Stadion geblieben. Die Garderobe steht noch? Nicht mehr oder weniger. Wir haben wirklich Auflagen gehabt. Wir haben nicht keinen Kontakt dürfen haben zu außerhalb vom Stadion. Und darum sind wir die ganze Nacht bis am Morgen eigentlich im Stadion gewesen. Ja. Ist jetzt noch spät. Dich kann man leider nicht fragen, weil du kannst es nicht vergleichen mit einem Titel von früher. Aber ich habe nur gedacht, als Spieler, klar, es ist erstens mega cool, mit den Fans können zu feiern, klar, es sind ganz andere Emotionen, aber es ist auch sehr immer die Momente, glaube ich, in der Garderobe, oder, wo dann einmal dann so nach, am Anfang sind Emotionen, bam, Adrenalin pur, und irgendwann bist du dann so mal nach ein paar Stunden in der Garderobe, trinkst noch gemütlich dein Bier, rauchst noch deine Zigarre und du hast so ein bisschen anfangen, eben realisieren und so, und das sind irgendwie so ein bisschen intime, aber wahrscheinlich auch sehr schöne Momente innerhalb vom Team. Oder das ist wahrscheinlich schon auch noch recht cool gewesen. Ja, absolut. Ich habe immer gehört, wenn du Auswärtsmeister bist oder daheim, ist es immer ein bisschen anders. Mhm. Auswärts bist du noch mehr mit dem Team unterwegs, weil dann hast du keine oder nicht viele Fans dabei, dann bist du wirklich eigentlich mit denen, die das ganze Jahr zusammen schaffst. Und daheim bist du extrem nah bei den Fans. Familie, Frauen und so weiter können in die Garderobe kommen. Und das ist sicher anders. Und bei uns haben wir es, wir sind von Anfang an eigentlich nur uns gehabt. Irgendwann haben wir dann dürfen Frauen oder Freundinnen in die Garderobe holen. Die haben es dann so können organisieren, weil die sind natürlich auch mit uns in dieser Double Bubble gewesen, die ganze Zeit. Also von dem her ist es auch offiziell gar kein Problem gewesen. Aber sicher so, irgendwann hast du gemerkt, am Anfang völlig euphorisch und dann irgendwann nach den ersten paar Bier, Zigarre, wie du gesagt hast, kommt es ein bisschen oben runter. Auch Erschöpfung ein bisschen, vermutlich. Also absolut, ich glaube, wir haben dreimal Woche jeden zweiten Tag gespielt. Wirklich jeden zweiten Tag, wir haben keinen einzigen Tag frei gehabt. Wir sind immer, auch an den Drehtagen sind wir 90% aufs Eis gegangen oder einfach sonst etwas gemacht. Und dann ist schon ein bisschen Erschöpfung gekommen, aber nachher hat es wieder ein, zwei Spieler gegeben und dann hat es gemacht, bam, dann ist die Musik wieder rauf und dann ist es losgegangen und dann, ja, aber es ist ein bisschen so eine Achterbahn, aber es sind Momente, wo ich und alle anderen nicht werden vergessen, also einfach, weil es einmalig ist für die meisten und
Etwas, was einfach nicht selbstverständlich ist, wenn ich jetzt kann sagen, nach 9 Jahren oder zum Beispiel auch der Raffi nach keine Ahnung wie vielen Jahren, was einfach wirklich nicht selbstverständlich ist, um so Momente können erleben. Aber wie feiert denn Leo Cennoni seinen 6. Meistertitel? Ja. Sie sind höchst ihm. Hat er seine Sachen wieder gepackt und gesagt, hey, bist du super? Ja. Geil gewesen. Es kommt einfach so über Amix. Es ist wirklich, ich meine, ich kenne ihn sicher auch, er ist ein extrem ruhiger. Aber er hat auch gefeiert. Aber es ist, ich bin, glaube ich, auf dem Eis noch zu ihm an, wo wir uns gratuliert haben und gesagt haben, Leo, danke und Zeugs. Und du hast einfach gesehen, in seiner ruhigen Stimme, ich habe schon fast keine Stimme mehr gehabt, ich habe schreien gewesen und er so, ich mag es dir auch gönnen, Lino. Ich habe zweimal gegen dich im Finale verloren, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich mag es dir auch gönnen. Und ganz ehrlich, und ich so, wirklich euphorisch gewesen, aber ja, eben, 6. Meistertitel ist unglaublich und für uns. Wir müssten mal die Bilder von seinem ersten. Entschuldigung, das Bild von seinem ersten nochmal anschauen. Wahrscheinlich ist er gar nicht anders gewesen. Ja, nein, 100% wahrscheinlich. Das ist er. Das ist, wenn du siehst auf dem Eis, und auch der Garderobe bringt die Ruhe rein und das Vertrauen, das er ausstrahlt, das ist ansteckend. Und eben, du musst nicht der Leute sein, du musst der sein, der am meisten redet. Oder, manchmal ist es einfach, ja, das ist wie bei Example manchmal. Und das ist fast noch wichtiger als einer, der wo die ganze Zeit am Reden ist. Ich stelle mir der Leo Cennoni so in eurer WhatsApp-Gruppe stelle mir so vor, es gibt doch immer so einen, der sehr selten schreibt. Aber wenn er mal etwas schreibt, dann hat es einen Fuss. Ja, und weißt du, und dann sind es nur Emojis. Ja, und dann gibt es die ganze Zeit so schreiben. Und, so. Und die, die dann immer schreiben und für alles immer eine einzelne Ziele brauchen. Ja, ja. Ja, das gibt es natürlich auch. Ja, es ist. Aber wir dürfen auch sagen, wir hatten Leo auch mal einen Podcast gehabt. Also ich habe noch die Folge kannst du schon mal nachhören oder schauen. Die ist, also das hat Spass gemacht und in dem Sinne bist du eine ganz andere Seite kennengelernt als bei der Witz. Das ist nicht so, dass er immer nur so ist auf dem Eis, einfach nach dem 6. Titel. Hätte er heute nochmal den Link von der Zoom-Gruppe da müssen schicken, hätte er auch noch einen Sneak. Genau, ja. Aber wenn er plötzlich auch reinkommt. Wenn der Lino nicht hat, will sagen, wer der grösste Partyberg war, was denken dir zwei? Ganz jetzt bin ich gespannt. Also, du kannst wenigstens kalt und warm sagen. Ich habe immer wieder mal auch Stories gesehen von Karl Klingberg. Oder es hat schon angefangen mit dem Interview, das er uns gegeben hat mit dem Kartoffelsalat, wo man ja weiss, er ist glaube offenbar der Garderobe-DJ und ist glaube wirklich kein eher ruhiger wie der Leo Cennoni, aber es sind genau auch die Typen, die es eben auch braucht. Also es braucht wie beides ein bisschen. Aber ich habe schon das Gefühl, Karl Klingberg ist die Party nur schlechthin. Und ich glaube, er ist der Spieler, der am meisten den Pokal hatte. Oder zumindest so das Gefühl hatte. Ja, es ist eben kein Geheimnis. Ich glaube, es ist klar, dass das so ihn ausmacht. Aber eben auch für ihn, er ist glaube ich seit 5 Jahren da. Und also das habe ich selten erlebt, so einen wie er, der sich so Mühe gibt, um einfach eigentlich bei allen anzukommen. Also, er probiert mit allen zu gut zu haben. Also, sei es jetzt ein Ausländer, ein Schweizer, egal. Also, ihn musst du einfach gerne haben. Also, er hat dieser Mannschaft extrem gut getan, schon seit Jahren. Und er ist eben einfach auch der, was jetzt auch zelebriert, ist auch richtig so. Und ist sicher einer von denen, der Gas gegeben hat und auch einer von denen, der am längsten mag. Und ich glaube er macht das nicht nur jetzt für sich, was er aber wirklich auch könnte, weil er einfach auch super Saison, jetzt vor allem Schlusssaison gemacht hat. Aber er macht es glaube auch und er ist glaube schon hure angekommen, schon in Zug. Und er zelebriert es auch für die Region, dass er denen den Titel jetzt geholt hat. Und man sieht ja auch, wenn Fans transparent machen und so verlängern mit ihm und Zeug und Sachen. Also das matcht und ich glaube, er hat jetzt richtig Freude gehabt, auch, dass er den Küppel für die Region, für Zug holen können. Also ich glaube schon auch so ein bisschen
eine Identifikationsfigur, was einfach schon auch noch speziell ist für einen Ausländer, der jetzt ja, vielleicht nicht 10 Jahre schon da ist, aber doch schon 5 Jahre da ist, aber einfach für den Club geht. Absolut. Ja, wie du sagst, es gibt nicht viele Beispiele, wo eigentlich klar, wie du gesagt hast, du spielst für dich, das ist deine Karriere, aber er, und du merkst, eben, er macht es auch, eben, er macht es für den Zug, für den Verein, wo in dem Sinne ihm viel gegeben, aber eben er hat auch viel in dem Verein gegeben. Und das merkst du, er liebt es da, er ist, das ist für ihn das Zuhause und das ist etwas, wo ich glaube, auch bei den Leuten auch gut ankommt. Dass, Spieler, die, ja, es ist vielleicht heutzutage auch nicht mehr oft, dass einfach Spieler langzeitig bei einem Verein sind, die sich mit dem Verein identifizieren und für den Verein eigentlich ja, alles opfern. Und das ist sicher etwas, was ihn jetzt auszeichnet und wo dem Verein auch gut tut. Und mal einfach, ja, einfach jemand auch, der vielleicht eben kein Zuger ist oder was auch immer, aber sich wirklich für den Verein das Herz zerreißt. Haben wir am Reto Klein noch gesagt am Freitag, so, jetzt legt er mal einen Vertrag auf den Tisch? Ja, das ist sicher in der Vier irgendwann mal wenn man 1-2 Bier intus hat, dann sagen wir eh eine Sache, wo ja, aber ich glaube, am Freitag war alles erlaubt. Denke es auch. Aber es wäre nicht typisch EVZ momentan, um aus den Emotionen so Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dann wäre er jetzt nicht dort, wo er momentan steht. Aber Hagi, du musst noch einen Tipp abgeben. Wer sonst noch? Ich habe mir überlegt, es geht die Kategorie vom Heimli-Face. Also darf ich im ersten Moment gar nicht so denken, wer das könnte sein. Ich habe mir überlegt, wer da in die Kategorie kommen könnte. Ich habe jetzt auf Janik Zinter-Tipp. Der ist eigentlich einer, der meistens zwar mal sehr locker drauf ist und immer so ein Lächeln drauf hat, aber nicht unbedingt, vielleicht unbedingt denkst, dass da Partynudeln wären, aber ich glaube, es ist ein Heimli-Face. Ah, übrigens, ich habe ein Bild gesehen vom Samstag, wo er, da sind ja ein paar noch so am See unterwegs gewesen und er hat, glaube ich, wirklich noch so die Medaille rumgekommen. Das habe ich noch herzig, also noch cool gefunden. Ja, er ist sicher auch so einer, ja. Ich glaube, 2-3 Junge hat es schon noch, wo noch wissen, ein bisschen wie man ein bisschen Party macht oder wo ein bisschen standfest sind, auch wenn es schon ein paar hatten. Gehört sicher auch dazu. Ja, es hat auch ein paar Überraschungen gegeben, und denkst du schon, der mag auch noch lang oder ja. Er gehört sicher auch zu denen. Und eben am Samstag war er auch dort, was war es? Ja, wir waren am See und er ist auch irgendwann Sonnenbrille, Hut und die Medaille gekommen. Glück hast du die Medaille nicht verloren. Ich hätte die schon lange verloren, hätte ich sie den ganzen Tag angehabt. Ja, chapeau, dass er die noch mal Hals gegeben. Die ist auch nicht leicht, das ist sicher, das ist schon noch ein bisschen schwer. Zieht die schon noch oben runter. Ich weiß, uns musst du nicht fragen, wir haben. Das heisst auch, dass dir am Samstag ist viel weitergegangen, Sonntag auch noch und jetzt ist Montag. Wie geht's? Was steht noch? ja, das ist aber ein bisschen schwierig im Moment. Wir haben eigentlich nichts können planen. Es ist alles jetzt Samstag, Sonntag ist recht spontan gewesen. Gewisse haben es durchgezogen, gewisse sind um gewesen. Und ja, jetzt gibt es sicher noch ein Nachtessen mit den Jungs noch einmal. Heute oder morgen, weil eben Nazi steht da für viele. Und wir sicher noch einmal schauen, dass wir alle zusammen sind nochmal Gas geben. Ja, es ist noch ein bisschen in Planung jetzt gerade. Es ist nicht einfach, was nicht viel kannst machen oder sollst machen oder darfst machen. Aber ja, es wird sicher noch einen Abend geben, wo wir jetzt nochmal etwas machen. Und die einen oder anderen werden dann nachher noch ein bisschen weiterfeiern. Wir haben letzten Montag, haben wir bei uns, die was noch nicht gesehen haben, auf unserer Instagram-Seite finden wir es noch unter den IGT-Videos, hat unsere Jasmin Langenegger in der Swiss League, hat sie mit dem Jockey genau ein Insta-Live gemacht und der ist gerade unterwegs gewesen, oder bei sich zuhause und noch ein paar Spieler bei ihm gewesen. Und dann hat sich der Mäder noch eingeschaltet, der ist auch noch irgendwo gewesen, eben so bildet sich dann noch in die Grüppli, wo er wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen, die einen müssen dann nicht Nazi. Die anderen kommen dann langsam wieder oben runter und kümmern sich um die Familie und so die einen könnten das gerne noch wahrscheinlich 1-2 Wochen zelebrieren. Zu Recht, finde ich.
Absolut, ja. Also ich werde sicher auch nicht heute Morgen aufhören feiern. Und, ja. Aber also, für mich gibt es keinen Grund zum aufhören feiern. Ich habe so lange gewartet. Also 2-3 Tage reichen mir nicht, ganz ehrlich gesagt. Ja, das ist, man merkt es an der Stimme. Ich mag eigentlich nicht mehr, aber ja, also eben. Nicht. Aber sonst siehst du extrem frisch aus. Habe ich gerade von Anfang an eigentlich gedacht. Ich habe nur duschen gesagt. Oh, clever. Ein Routinier. Aber wenn du jetzt, eben, schwierig zum Planen gewesen, weil jetzt noch WM, inwiefern hast du vielleicht mit dem auch noch geplant oder ist es für dich recht früh noch mal klar gewesen, oder hat der Fischi dir recht früh mal gesagt, dass es das Jahr mit dem Aufgebot nicht klappt oder weiss ich was? Und wie bist du jetzt damit umgegangen? Du sagst jetzt, du brauchst wirklich auch noch ein paar Tage, um das zu verarbeiten oder auch vielleicht zum noch feiern sozusagen. Bist vielleicht nicht einmal so fest enttäuscht, weil vielleicht auch mental jetzt schon ein bisschen erschöpft bist, keine Ahnung, und jetzt vielleicht nicht gut kämpft, wenn du wieder zack ins nächste Camp und schon wieder ins nächste Fokus und so. Wie ist das? Also ich habe gestern mit ihm Kontakt gehabt und habe eigentlich gestern erfahren. Und ja, ich habe es eigentlich schon ein bisschen, ich habe nicht so eine gute Saison gehabt. Ich habe es schon ein bisschen eigentlich geahnt. Ja, ich habe gewusst, ich habe gute Playoffs gehabt. Ende von der Regular Season war auch ziemlich gut gewesen, aber ich habe es schon ein bisschen geahnt gehabt. Darum, ja, ich meine, ich bin extrem enttäuscht. Das ist normal. Es wäre nicht gut, wenn ich nicht enttäuscht wäre. Ja. Aber ich ja, so Sachen muss man können akzeptieren. Und für mich ist das mit dem Gespräch, das ich mit ihm hatte, ist das jetzt eigentlich vom Tisch. Ich habe jetzt so viel Freude in mir und so viele Emotionen, die ich jetzt kann loslassen kann. Ich wäre gerne gegangen an die WM und hätte auch den Fokus wieder angebracht. Hätte dann vielleicht nachher noch ein bisschen zelebriert. Aber jetzt kann ich wirklich loslassen und den ganzen Sommer geniessen und auch sicher den ganzen Sommer investieren wieder. Ich habe letztes Jahr eigentlich kein Sommertraining gehabt. Nach der Operation hatte ich einfach einen Aufbau gehabt. Und jetzt habe ich den Sommer Zeit, um mich wieder anzubringen und auf August wieder bereit zu sein. Und das ist sicher etwas, wo ich jetzt eigentlich freue mich jetzt auf den Sommer und auf die coolen Gespräche und auf die Leute, die ich treffen werde, einfach Freude haben und das wird einfach ein extrem geiler Sommer für mich und für die ganze Mannschaft, für alle Leute, die noch da sind. Und das ist jetzt, glaube ich, das, wo ich mich am meisten darauf freue. Ich finde Traum von jedem Sportler, kein Sommertraining und am Schluss Meister, oder? Ja, also ich meine Sommertraining in dem Sinne, ja, ich habe operiert und den Aufbau gehabt. Nein, eben. Im August eigentlich schon fast ja, neu an Eis gewesen wieder und ja, aber man hat es ja gesehen, ich bin nachher hast du mich nicht können brauchen, die erste. Also von dem her ist Sommertraining gleich wichtig, ja. Das unbedingt aber auch kurz, muss man sagen. Also eben, wenn du denkst, es ist Mai, wo du auf dem Meister geworden bist, die Saison fängt ja schon früh im September wieder an, so auf dem Eis bist du auch weniger lang als letztes Jahr und wirklich noch herantasten. Es geht schon recht schnell. Ich habe das Gefühl, man kommt jetzt schon das erste Mal, habe ich das Gefühl, es ist jetzt recht kurz. Also bin ich unglücklich. Aber das ist noch nicht so sicher, oder? Das kann auch nach Kindern geschoben werden. Nein, oder? Eigentlich eben nicht. Wegen Olympia müssen ja dann. Olympia. Und wir haben Champions League im August. Also weißt du, bei uns geht es auch, ich nehme es an, Mitte August eigentlich mit Ernstkämpfen schon wieder los. Und, ja. Ich habe nur gedacht, gerade als das Finale gelaufen ist, habe ich Bilder gesehen von den Fuss, die schon wieder so Leistungstest und so. Also ich würde Krise kriegen, weil vielleicht haben sie 2 Wochen Pause gehabt oder so, aber gross in die Ferien hast du ja wahrscheinlich auch nicht können oder irgendwo mal ein bisschen am Strand oder so, geht es den Fuss. Ja gut, so jetzt in der Zwischensaison ist der Fuss auch nicht so geil. Das kannst du ja dort auch, aber wenn es das ganze Jahr dort bist. Aber es ist schon auch heftig, also weißt du, man kann schon sagen, sie haben einen Traumjob und Zeug und Sachen, aber als ich die Bilder wieder gesehen habe und schon wieder da Tests machen und Zeug und Sachen, ich glaube. Ja. Gut, du bist auch Lars einer, der einfach immer gerne in Thailand am Strand liegt, normalerweise. Ja, genau. Darum bin ich nicht umgekehrt. Darum bin ich eben nicht Spitzenspieler. Ja, eben. Und vor allem auch, wenn, also ich habe es ja auch schon erlebt, ich bin auch schon 4-0 rausgekettet noch im Viertelfinale und dann bist du irgendwie im April fertig. Und also du bist im April schon wieder richtig Sommertraining und das ist mental eine riesen Herausforderung. Ja. Also,
ja, du siehst die anderen noch spielen. Und mein das ist, ich meine, was haben wir jetzt, 10. Mai? Und wir sind jetzt fertig und jetzt fällt eigentlich bei uns das Sommertraining an. Und ja, aber jetzt zum Glück dürfen wir jetzt noch ein bisschen Ferien haben. Aber gewisse Mannschaften sind, wie du sagst, sind schon wieder an Leistungstests dran und sich am Vorbereiten. Und, ja. Ja, oder eben die jetzt in die WM gehen. Also, meine, das geht dann noch bis irgendwie fast Anfang Juni. Ja, ich glaube, 6. Juni oder so. Oder und nachher haben sie vielleicht eine Pause haben, ja, vielleicht eine Woche Pause. Ja. Und dann, oder ja. Weißt, es geht ja nicht einmal nur darum, ums Körperliche, sondern auch vor allem ums Mentale. Das darf ich mal. Und eben die jetzt eine Familie haben und so. Mal. Ist schon ja. Ja, ich sage immer, also Chapeau, Spieler wie der Bühli, Segi, wo 15 Jahre lang oder ich weiß nicht wie viel WM nacheinander, wenn du jedes Jahr irgendwie anfängst im Juni, plus minus Juni fertig mit Hockey bist, gehst noch in die Ferien, aber musst im August, vor allem jetzt zum Beispiel zu Davos, wo recht früh im August auch schon wieder das Spiel gehabt, damals gegen die russischen Teams, dann hast du nicht viel Zeit zum Abschalten, vor allem mental, oder wie du sagst, mental ist das, wo sicher eine Herausforderung ist. Und darum Chapeau all die, die jahrelang, also ich würde es auch gerne machen, aber es können nicht alle. Und dann, ja. Und wer organisiert das Reisli? Das gibt es auch noch, oder? Der Reisorganisator. Ja, ist wirklich schwierig im Moment. Ist extrem schwierig mit der ganzen, ja, mit dem ganzen Corona-Situation. Es ist schwierig, weil jetzt auch, ja, ich glaube, 6 Schweizer gehen in die WM und die Ausländer gehen ziemlich sicher heim, ziemlich schnell. Und ja, ich bin schon der, der es dann organisiert, aber... du bist der Reiseveranstalter, Marcin. Ich nehme 4-5 Spieler mit und dann gehen wir irgendwo durch. Aber mit einem Test kannst du schon auf alle fliegen heutzutage, oder? Theoretisch. Ja, das ist kein Problem. Ja. Also nicht, dass irgendetwas offen hat, wahrscheinlich groß, aber das ist ja dann sekundär, ja, so, wenn du mit deinen Jungs zusammen bist, jetzt oder? Ist einmal, die Sperrstunde ist jetzt einmal heiß aufgehoben, jetzt anscheinend, ja, gehört okay. In Spanien, also von dem her, beispielsweise. Aber ja, ich glaube, wir genießen es jetzt hier im Zug. Würde ich auch. Das, wo wir mal, wir vor ein paar Jahren diskutiert, wenn du Meister wärst, musst du eigentlich, also jetzt wir jetzt da, wir haben mal gesagt, wir müssen gar nicht weg, weil ja. Wir gehen da, wir haben am Samstag in der Pokal in der Altstadt gehabt, dort, wo alle am See unten und die Leute sind gekommen und Fotos und angestoßen. Und, also das ist für uns das, was jetzt einfach in dem Sinne sehr schön ist. Wir genießen es mega, dass wir einfach, ja, die Anerkennung, dass wir etwas Cooles geleistet haben. Vor allem eben auch, weil wir die Nähe gar nie hatten das ganze Jahr. Und da kommen die Familien vorbei und wo feiern. Und ja, es ist, ich hoffe, dass wir ein Reisli machen können, aber garantieren kann ich es nicht, weil einfach, ja, die Situation ist etwas schwierig. Also ich würde so eine Beizentour machen in Zug oder in der ganzen Innerschweiz. Ich würde so ein bisschen umreisen mit Pokal. Weißt du, gemütlich, ohne grosse Ankündigung. Und einfach so, also, dort mit Pokal. So klar, das haben wir es ja mal gemacht. Ja. Gell? Also mit Fake-Pokal, da haben wir auch schon ein Viertel machen. Das war mal in einem Finale im 19. Jahr, glaube ich, bevor wir in Bern und so waren. Also. Ja. Also der Lino macht einmal einen Doodle und schickt es dann in den Chat für Mannschaften. Ja, genau. Etwas so. Ist es aber auch, wenn noch gesehen haben, wenn du sagst, Spar geht abziehen, die Ausländer gehen wieder heim, es ist immer so nach Ende der Saison, die Mannschaft löst sich nicht auf, aber es gibt doch gewisse Veränderungen und gerade bei euch ist ja auch schon relativ klar gewesen, dass doch 3 wichtige Spieler euch ziemlich sicher oder sicher zu werden verloren, mit dem Diaz, Alatalo und dem Hoffmann, aus der NHL ja probieren. Und wir haben auch gemerkt, hey, jetzt mit dem Team, oder, jetzt hast du etwas geschafft, jetzt, wenn du es jetzt packst, ja, ist gut, noch eine gewisse Unsicherheit auf der nächsten Saison, wieder ein Neuaufbau. Machen wir sich die Gedanken, dass wir, hey, wir sind so gewachsen, kann da reinkommen, erwartet, wir werden so mit den neuen Spielern wieder ähnlich können performen am Schluss? Ja, ist sicher das Ziel. Es ist sicher, es wird eine Veränderung geben, aber ich glaube, in gewissen, wie soll ich sagen, nicht, ja, aber Kernspieler gehen zwar, aber ein gewisses Feeling, das in einem Team ist, das wird bleiben. Wir haben etwas kreiert in den letzten Jahren, wo ich das Gefühl habe, wo ansteckend ist.
Also eigentlich, da können Spieler kommen und die werden das spüren, dass da etwas am Laufen ist, dass da etwas aufgebaut worden ist, wo ja eigentlich auf richtigen Erfolg geht. Und das ist etwas, wo ich hoffe, wo wir können weiterziehen natürlich. Aber es ist klar, jetzt mit dem Raffi und dem Santi, die extrem lang da waren sind bei uns. Und wir, mit dem Santi waren, glaube ich, jetzt schon die 8 Saison zusammen gewesen, oder 8 und 5. Wir sind durch vieles durchgegangen und ist klar, die werden wir vermissen, aber ein Teil bleibt, ein Teil wird das probieren weiterzugeben mit den neuen Spielern, die kommen. Mit dem Reto zum Beispiel kommt einer, der das kennt, der dabei war, wo weiss ich, welche Richtung dass wir gehen, und der wird das auch weiterziehen. Und wir werden sicher wieder einen Truppe haben, wo alles in den eigenen Händen haben. Wir werden wieder mit Selbstvertrauen kommen und auf dieser Erfolgswelle, die wir jetzt sind, probieren, wieder reinsteigen und schauen, was uns anführt. Hast du das Gefühl, deine Rolle wird sich auch noch mal ein bisschen justieren oder anpassen? Weil eben jetzt die absolute, oder der Raffi Diaz, oder erstens die absolute Identifikation und Leithammer war oder ein Alatalo, der lange dabei war, auch eine Identifikationsfigur war, jetzt weg. Und jetzt bist eigentlich du so wirklich, also du bist vorne schon einer von der, oder wenn nicht der längste Spieler in diesem Team gewesen. Aber Capitano? Halt, ja, so in die Richtung, oder? Ja, ich werde sicher in die Rolle reinkommen. Ich habe jetzt ein paar Jahre Zeit gehabt, um lernen, zum ein bisschen zu dem Spieler zu kommen. Ich habe mit dem Raffi ein extremes Vorbild gehabt, eine extreme Persönlichkeit, wo mir viel auf den Weg gegeben hat und wo ich extrem viel lernen konnte. Und darum, er wird da vermisst sein, also wir werden ihn wirklich vermissen, aber ich hoffe, dass nicht nur ich, sondern dass viele Spieler, die da sind, jetzt auch mit den Jungen, die unterschrieben haben, Zehnti, Leuenberg, Stadler und so weiter, sind auch alles Spieler, die von Zug sind und die das können weitertragen und die vom Raffi sicher auch viel können lernen vom Santi. Und das sind jetzt Lücken, wo wir probieren zu schliessen oder wo wir probieren auszufüllen. Und ich freue mich auf das. Ich bin auch da und ich werde alles Mögliche machen, um die EVZ gut repräsentieren. Und das ist etwas, wo ich mich jetzt auch sicher freue, dass ich die Möglichkeit habe, um noch ein bisschen mehr vorreiten und noch ein bisschen mehr mit der Mannschaft können etwas machen. Captain Marcini, das klingt doch gut, ja. Wie? Yes. Captain Marcini, finde ich das gut. Das machen wir noch, weiss nicht. Noch zwei, drei andere Kandidaten. Ja, aber es ist auch schön zu hören, es gibt auch Leute, die sich das als Drucken vielleicht anschauen, weißt Spieler, aber du hast dich das vorbereiten können, bei der BZ Zug aus, um das genau die Prozesse machen mit den jungen Spielern. Und du sagst, hey mal, ich habe das wie gewusst, oder so böse gesehen, einfach doch ein bisschen gesucht, du hast nicht so länger unterschrieben, wie weiss eben von da und so weiter. Also spricht ja für dich, für die Mannschaft schlussendlich. Also du sagst mal, das ist zwar eine zusätzliche Bürde, kannst du sein, wenn es mal nicht läuft, aber da bin ich bereit, das eigentlich anzunehmen, also von dem her. Ja, schlussendlich werden wir sehen, aber ich habe schon in den letzten paar Jahren dürfen, eigentlich in dem Leader im Leader-Team dabei zu sein und können ein bisschen lernen und ein bisschen hören und ein bisschen schauen, was abläuft. Und für mich ist es etwas, wo ich auch in den nächsten Jahren umso mehr will dabei sein und umso mehr will helfen und können ein bisschen vorzeigen, wie es geht und wie es hier im Zug vor allem geht, weil ich einfach schon weiss, wie es läuft und in welche Richtung wir jetzt gehen. Und mir macht das Spass. Das ist sicher etwas, wo und ich bin nicht der, der am meisten redet in der Garderobe, ich bin nicht der, der am lautesten ist, aber ich probiere mit anderen Qualitäten den Weg zu weisen und mit Leidenschaft und mit dem, was ich kann bringen kann, glaube ich, bin ich auch sehr gut gewappnet für egal was kommt.
Und ich glaube, da sind sich wahrscheinlich fast alle einig, mit Zug wird auch in den nächsten Jahren ziemlich viel zu rechnen sein. Und ja, wer weiß, also mich nimmt es persönlich Wunder, ob der Anfang von nicht jetzt in einer Meister-Ära, weiss nicht, wie viel mal hintereinander, aber dass es wirklich so ist, dass Zug zu diesen Teams wird, so wie eben halt Bern, ZSC, ja, wo in den nächsten 10 Jahren halt seine 3-4 Titel holt, so in die Richtung. Das zeichnet ja aus, dass du eigentlich kannst sagen, also mein Gefühl, das ist jetzt nicht auf dem Papier, kannst du immer sagen, ja, Zug hat jetzt mit den Namen die absolut beste Mannschaft einfach vom Papier, jetzt nicht geschrieben, sondern sie haben auch so den Spieler geholt, damit eben das Team funktioniert und die Spieler haben sich auch weiterentwickelt, du hast Jungen genannt, Starter, Zehnte und so weiter und das hat man langsam herangeführt. Also wie du auch gesagt hast, wenn einer rausgeht, kommt eine neue rein, gewisse Klasse musst du haben. Aber es geht nicht darum, dass du immer nur Top-Klass-Spieler auf dem Papier hast, sondern eben das Gesamtgefühl weitergeht. Und von dem her, wie du, Rafi, siehst, glaube ich schon, dass in Zukunft, egal wer da genau kommt oder geht, wenn man es richtig justiert, ja, ein Meisterkandidat dürfte das jetzt bleiben auch. Ja, ja, ich hoffe es. Also ich glaube, das ist das, wo wie ihr jetzt gesagt habt, das ist das, wo wir jetzt seit ein paar Jahren dran sind, am Schaffen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das kannst du auf Bern fragen, auf Zürich fragen, Davos. Das ist jahrelange Arbeit und ein Weg, wo eine Organisation einschlägt, wo entweder zum Erfolg führt oder eben nicht. Aber ich glaube, solange man einen Weg hat und ein Ziel hat und dem treu bleibt, dann ist es möglich. Und eben, seit ich da bin, 9 Jahre, ist ein langer Weg jetzt für mich. Aber für die ganze Organisation ist es ein längerer Weg gewesen und darum ist es aus meiner Sicht, ich weiss, viele Spieler werden gehen, aber wir werden weiterhin wollen oben spielen und wir werden wahrscheinlich wieder zu den Favoriten gehören. Das ist etwas, was wir jetzt gerne haben, wo wir jetzt mit dem können umgehen, wo wir vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gerne gehört haben oder nicht so gut können damit umgehen. Das ist jetzt etwas, was wir haben können lernen, damit umzugehen, mit dem Druck, mit gewissen Erwartungshaltungen, die von außen kommt, die aber sicher auch von uns kommt. Und das ist etwas, wo ich froh bin, hat sich jetzt endlich ausgezahlt und man kann sagen, hey, wir haben es geschafft, mit dem umzugehen. Und ja, ich glaube, das zeigt die letzten 4 Jahre. Wir sind nicht einfach so in 3 Finale gewesen und gewonnen, sondern es ist etwas, ist ein Prozess gewesen, wo zu einem Erfolg geführt hat. Was ich mich frage ist, welchen Einfluss hat jetzt das mit der Academy, dass die nicht mehr wird geben? Stadler, Zehnder, Geisser, wie es alle heissen, sind ja aus dem entsprungen und sind jetzt eigentlich das Fundament irgendwo durch oder ein Teil vom, also sehr ein wichtiger Teil von der Meistermannschaft, eben durch die Breite, durch die vierte, dritte Linie, die halt sehr kompetitiv ist. Jetzt machst du noch hohe Büchse. Ja, ich weiss nicht, aber ich habe viele Artikel in den letzten Tagen gelesen über eben EVZ aus dem Reissbrett, aber das hat mir überall gefehlt. Welchen Einfluss hat das vielleicht dann eben jetzt kann man noch 3-4 Jahre von dem leben, weil das ist ja immer, es braucht ein Zeitchen, bis es einen Effekt hat und es braucht wahrscheinlich auch wieder ein Zeitchen, bis es wieder einen negativen Effekt hat, aber ein Impact wird so oder so haben. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor ein paar Jahren, als es angefangen hat, hat es ja mal geheißen, irgendwie 3, 4 oder 5 Jahre wird man sehen, wie viele es wirklich in der ersten Mannschaft sind. Und ich meine, jetzt, die letzten 2 Jahre, es sind recht viele bei uns gewesen. Und es sind recht viel den Sprung geschafft und es sind recht viele Einsätze bekommen. Und also zu Recht, wo es einfach wirklich eine gute Leistung gezeigt haben oder mit der Academy ist gut geschafft worden. Und ja, also für uns ist es auch sicher ungewiss, wie es weitergeht. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, aber es ist, ich glaube, die Arbeit, die in den Junioren im Moment oder seit ein paar Jahren geleistet wird, zu Zug, ist sicher, an dem wird nichts passieren. Also die Arbeit wird weitergeführt. Der Weg, den man eingeschlagen hat, hat nicht in der Nazi angefangen, der fängt ganz weiter unten an, tiefer an. Dort ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach an dem treu bleibt oder an dieser Arbeit festhält, ob es jetzt die Academy gibt oder nicht. Ja, ich glaube, da sollte man jetzt aus meiner Sicht nicht viel ändern. Natürlich schade, aber wie gesagt, es ist eine schwierige Frage. Ich weiß auch nicht,
In 4 Jahren, jetzt haben wir, wie du sagst, wie es in 4 Jahren wieder aussieht. Das wird sich wahrscheinlich dann zeigen und dann kann man zurückschauen und sagen, oder wie jetzt eben heute, wenn ich zurückschaue, vor 5 Jahren oder 6 Jahren oder Academy Coach, habe ich es mir auch nicht vorstellen, dass plötzlich 6, 7, 8 Spieler in der ersten Mannschaft hocken neben mir in der Garderobe. Und darum ist es recht schwierig. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was du gesehen hast, ist, dass der Verein ja auch eine Strategie hat. Also eben, dass du jetzt bei den Junioren anfängst und so weiter, jetzt hast du mit der Akademie auch ein Puzzlestück gehabt, wenn du mit dem Raffi oder der Weg gesucht hast. Fragst jetzt, was der Verein noch daraus macht. Also eben, suchst jetzt ein Partnerteam, schaust deine beste Junioren weiterhin in einem Swiss League-Team irgendwann platziert sein. Also Bern macht das seit Jahren beispielsweise so und es sind auch Serien so nach unten raufgekommen. Und jetzt eigentlich das Vertrauen, der Glaubensbezug, so wie sie sich im letzten Jahr aufgestellt haben, auch mit dem Eum zusammen und so weiter, dass sie einen Weg werden finden und auch die Geistes- und Stadler in Zukunft die Plätze werden finden und auch so wieder die nächste Liga reinkommen. Ich glaube, es ist ein ganzer Prozess. Es wird sicher ein schwieriger. Ja, es ist eine Herausforderung. Ja, aber ich glaube, der EVZ hat eigentlich gezeigt, dass es einen Weg gibt und dass sie sich auch jetzt schon eine neue suchen. Also, ich glaube, aus Sicht von der EVZ-Fans hat die jetzt momentan nicht so Angst, wie du sagst, die Basis besteht und ist weiterhin grundsätzlich vorhanden. So mein Eindruck. Absolut. Würde ich auch genau so sagen. Das ist, ich glaube, die ist schon, da ist viel überlegt worden und da sind schon Ideen im Kopf, die wir noch nicht wissen. Und, ich glaube, die EVZ, die Basis ist da. Wir werden stabil bleiben. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ins Negative umschlagen. Und jetzt zuerst einmal den Schweizer Meistertitel feiern und genießen. Stabile Folge. Ja. Stabile Folge. Ja. Danke vielmals. Ja, ist schlimm, aber schon gut. Ich kann nicht, dass ich durchkomme, eine Stunde. Ich habe gedacht, ich mal eine Pause an und schnell irgendwie. Der ganze Zeit ist irgendwelche, ein Tee getrunken, dass die uns nicht gesehen und zugelassen haben. Wie du fleissig warst, hat einen Tee fertig getrunken, hast du Hass dran gekommen. Also. Jetzt geht es zurück zum Bier. Nein, ich habe gesagt, ich muss... Schelfi? Ja. Spätestens zum Mittag kommt das erste Bier wieder. Geiles Bier. Sehr geil. Lino, danke vielmals. Also Zeit gemacht hast, trotz Meisterschwierigkeiten. Cool gewesen. Merci vielmals. Und schönen Sommer. Ja. Schönen Sommer, genießt jeden Moment. Wir machen, absolut. Dann, mal unterwegs. Wir sehen uns irgendwann einmal, hoffentlich. Danke vielmals, in dem Sinn, pack off. Ciao, ciao. Und das ist das 1:0. Wahnsinnsmöglichkeit.